Guten Abend. Wir wollen heute einen Künstler feiern, dem ein großes Publikum seit vielen Jahren schon einen guten Abend zu verdanken hat. Vor mehr als 30 Jahren, im November 1954, brachte eine große Programmzeitschrift dieses Foto eines jungen Mannes und stellte ihn vor mit den prophetischen Zeilen: Das ist Freddy aus der Washington Bar am Hamburger Hafen. Dieser Gitarrenboy hat wirklich alle guten Aussichten, aus romantisch verräucherten Seemannsbars in die Sonne des Ruhms aufzusteigen. Und mittlerweile kennen diesen ehemaligen Gitarrenboy 97% aller Deutschen. Und ihm zu Ehren veranstalten wir heute hier diese Party. Ein Fest für Freddy Quinn. Manchmal frage ich mich, ob sich das wirklich alles lohnt. Jeden Abend auf der Bühne und jedes Mal in einer anderen Stadt. Fotos, Fernsehen, nur Termine und immerzu in Form und akkurat. Jeden Abend Lampenfieber, das alte Lied doch immer wieder neu. Wäre das nur schon vorüber, alles andere wäre mir ziemlich einerlei. Doch dann spür ich das erhebende Gefühl, wenn ich hier auf dieser Bühne stehe. Ich höre den Beifall rauschen und möchte mit keinem tauschen, wenn ich erwartungsvolle Augen vor mir sehe. Ob ich's nicht leichter haben könnte. Jeden Abend andere Leute, erwartungsvoll und kritisch obendrein. Gestern war doch nicht wie heute, nur ich soll immerzu derselbe sein. Jeden Abend dieses Bangen, ob ich auch heute wieder überzeugen kann. Von Ungewissheit wie befangen, es kommt mir vor, als fing ich ganz von vorne an. Doch dann spür ich das erhebende Gefühl, ein Erlebnis, das stets wiederkehrt. Und ich kann zu euch finden, das ist mir den größten Einsatz immer wert. Und ich weiß, ihr habt Vertrauen zu mir. Und darum bin ich heute
Freddie Quinn fühlt sich zwar überall zu Hause, aber seine Karriere hat hier begonnen, hier in Hamburg. Und seitdem gehört er zu dieser Stadt wie der Michel, wie das Bismarck-Denkmal oder wie unser nächster Gast, Heidi Kabel. Von St. Pauli hat die ganze Welt gesehen. In jedem fernen Hafen wollt er vor Anker gehen. Die Sehnsucht trieb ihn weiter, er glaubte an sein Glück. Doch es führten alle Wege nach St. Pauli zurück. Kapitän und Steuermann, die Elbe bei St. Pauli, das war sein Ozean. In Altona am Fischmarkt, ja, da kannte er sich aus. Aber dann mit 16 Jahren fuhr er aufs weite Meer hinaus. Der Junge von St. Pauli hat die ganze Welt gesehen, in jedem Fernhafen wollte er vor Anker gehen. Doch die Sehnsucht trieb ihn weiter, er glaubte an sein Glück. Und es führten alle Wege nach Hamburg zurück. Dich nach Hamburg zurück. Liebe Heidi, du hast das, ich glaube, so toll gesungen, das ist nicht nur mir, sondern allen Anwesenden unter die Haut gegangen. Seit vielen Jahren war es mein Wunsch, dass du ein Lied singst, das ich geschrieben habe. Mhm. Aber sag mal, warum erst heute? Naja, vielleicht habe ich so viel Zeit gebraucht, um den Text zu lernen. Denn wir kennen uns ja nun schon bald 25 Jahre, nicht? 25. Und so lange haben wir ja auch immer den Wunsch gehabt, mal zusammen im Theater auf der Bühne zu stehen. Hoffentlich müssen wir darauf nicht nochmal 25 Jahre warten, nicht? Ich wäre so gern mal deine Mami gewesen. Und Bürgermeister Herbert Weichmann hat einmal gesagt, Freddy, du bist der Caruso von St. Pauli. Liebe Heidi, ich kann mich daran sehr gut erinnern. Aber ab heute darf ich dich nennen, du bist die Callas vom Jungfernstieg. Oh. Ah ja, Freddy, du bist also während dieser ganzen Zeit von einem Erfolg zum anderen gesprungen. Und du weißt ja, der Erfolg hat viele Väter. Aber dein Erfolg immer und jahrelang ist so riesengroß, dass man schon bei dir sagen muss, wer zählt die Väter, zählt die Namen. Und darum bin ich heute nun ganz besonders froh, dass ich hier zwei Herren begrüßen kann, die die Vaterschaft an seinen Erfolgen bestimmt nicht absprechen können. Werner Becker und Jürgen Roland. Meine Damen und Herren, ein Smoking haben wir damals nicht getragen, als wir Freddy zum ersten Male gesehen haben. In der Washington Bar, das muss so 1950
oder 51 gewesen sein. Jürgen und ich haben damals einen Streifzug durch St. Pauli gemacht. Jürgen, wie war das in der Washington Bar? Lass ich Ihnen erzählen. Na, also die Washington Bar war ja das, was man heute wohl so als Innkneipe bezeichnen würde, wo sich also alles traf. Und so jeden Abend, also so 200 Jahre Zuchthaus, kamen zusammen, die da saßen. Und ich war damals als junger Polizeireporter auf der Davidswache und freue mich natürlich auch, dass ich dafür mein eigenes Stichwort habe. Ich darf Ludwig Rieland herzlich begrüßen, den letzten Chef der Hamburger Davidswache. Hallo. Aber der war ja damals noch nicht da. Ludwig war noch nicht da, war noch ein Kind geradezu, war noch bei den Schülerlotsen sozusagen. Und damals fingen wir an, uns da für St. Pauli zu interessieren und auch für die Washington Bar. Und da kamen wir hin und ich weiß, diesen Abend, Werner, er ist für mich wirklich unvergesslich, ja. Wie wir reinkamen, stehen blieben und wen sahen wir? Freddy saß auf der Theke mit der Gitarre. Mhm. Er hat gesungen, Cigarettes and Whiskey. Cigarettes and Whiskey and Wine. Smoke, Wild Women. Ja. Und ich habe gesagt, hör mal, den müssen wir eigentlich mal in den Rundfunk holen. Ich war damals Redakteur am Roten Baum. Wir machten eine Sendung, die hieß Umschau am Abend. Wir haben einen Übertragungswagen bestellt und die haben ein bisschen komisch geguckt. Die haben gesagt, wieso, was soll der auf St. Pauli? Ich habe gesagt, wir haben da jemanden entdeckt. Jürgen hat das Interview gemacht. Ja. Und Freddy. Wie ging es da weiter? Ja, dann ging es doch eigentlich bei uns so weiter, wenn ich das so richtig entsinne. Dann war ich mal Freddy wieder auf hoher See. Und wir waren auch auf hoher See, denn das Fernsehen fing gerade an mit dem Versuchsbetrieb. Und dann in dieser glanzvollen Zeit des Experimentierens, wo wir doch teilweise schon bis zu 10 Zuschauern hatten, holte ich dann Freddy zu uns in den Bunker. Und ja. Er kam dann zu dem ersten Fernsehinterview in einer Sendung, die hieß Was ist los in Hamburg? Und Freddy kam rauf und wir stellten fest, dass er die Gitarre vergessen hatte. Und war das damals sehr einfach. Wir verschoben das Programm um eine halbe Stunde, holten die Gitarre und Freddy sang zum ersten Mal im Fernsehen. Und wer ihn damals gehört hat, hat, und ich glaube, das darf ich sagen, Werner, für uns beide, genau wie wir empfunden, dieser Junge macht seinen Weg. Wenn wir ihm dabei ein bisschen helfen können, wollen wir das gerne tun, aber der macht seinen Weg. Ja, aber trotzdem würden wir sagen, wenn wir nicht entdeckt hätten, in Anführungsstrichen, andere wären gekommen, ein solches Talent, hör weg, lässt sich nicht verstecken. Ja. Nein, Freddy, was das Stichwort von Werner anbelangt, es hat ja dann eine lange Zeit gegeben, in der ich den großen Wunsch hatte, dich endlich in Filmrollen vor die Kamera zu bringen, wo du nicht nur, und ich sage dies nur mit großem Respekt vor deiner Arbeit und vor der Arbeit der Kollegen, nicht nur Freddy Quinn bist, sondern wo du wirklich jetzt mal lospowerst und das zeigst, was wirklich in dir drin ist als Schauspieler. Und diese Gelegenheit hat sich jetzt ergeben und da bin ich natürlich besonders glücklich, dass ich es wieder sein durfte, der da ein bisschen Geburtshelfer gespielt hat. Jetzt in einer Serie neben gestandenen Schauspielern wie Mareike Carrière, Arthur Braus, Kai Sabbern, Freddy Quinn in Großstadtrevier. Ausbilder auf der Schule, sollte man eigentlich wieder ein bisschen Praxis vor Ort schnuppern, denke ich jedenfalls. Na, das kann ja heiter werden. Das weiß ich nicht, Herr Kühler. Also, langweilig wird's mit mir ganz bestimmt nicht. Ich bin also auf Ihre Unterstützung... Ja, meine Damen und Herren, das war der Freddy von 1986, der Freddy von 1986, aber wir wollen jetzt noch mal schnell zurückblenden. Es kam dann die Schaubude, es kamen andere Auftritte im Fernsehen und ich ging inzwischen nach Amerika. Und das war meine große Freude, dass Freddy auch in Amerika Eindruck gemacht hat. Und zwar ist es nicht so selbstverständlich für europäische Entertainer, vielleicht Maurice Chevalier ausgenommen, sich in Amerika durchzusetzen. Er war zweimal auf der ganz berühmten Johnny Carson Show, die immer noch läuft. Er war bei Ed Sullivan, er war bei Perry Como und er war schließlich auch in der Carnegie Hall. Und ich muss sagen, das war eine besondere Freude, denn auch für Freddy kam der Erfolg nicht über Nacht. Es war harte, harte Arbeit und wenn wir jetzt zurückblenden auf die 50er Jahre, dann war es ein besonderes Lied. So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Yeah.
Die Damen an diesem Tisch mögen uns verzeihen, dass wir jetzt zunächst hier nur mit den Herren sprechen. Denn alle Herren, die hier sitzen, haben etwas Bedeutendes für Freddy und für seine Laufbahn getan. Ich fange zunächst hier mit Herrn Kurt Richter an. Herr Richter, Sie haben dem Freddy im Jahre 1954, glaube ich, war das? Sehr richtig. Also einige Jahre, nachdem wir ihn in St. Pauli gesehen hatten, einen Vertrag gegeben. War das kein Risiko? Nein, das war kein Risiko. Wir hatten ihm den Vertrag sehr gern gegeben. Ja. Denn wir hatten zur damaligen Zeit ein Nachwuchsstudio. Und in dieses Nachwuchsstudio hatten wir auch für einige Zeit Freddy hineingetan. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass ich also immer jeden zweiten oder dritten Tag gekommen bin, Freddy hier angefasst habe, gedrückt, ob schon so weit war. Mhm. Und siehe da, wir hatten alle den Eindruck, dass Freddy vor einer riesigen, großen Karriere steht. Mhm. Und wir haben guten Herzens, und der Erfolg hat es bewiesen, ihm dann im November 1954 einen ersten Exklusivvertrag gegeben. Ja, aber Heimweh hat ja eine große Rolle dabei gespielt. Heimweh spielte eine entscheidende Rolle. Wir haben damals natürlich versucht, die wichtigsten Lieder für Freddy zu suchen. Mhm. Und da fiel einer Kollegin von mir Heimweh in die Hand. Ja, der Text war von Ernst Bader. Der Text war von Ernst Bader. Und Ralf Arni. Ja. Und Ralf Arni, Memories are made of this. Und diesen Titel hat der Freddy so großartig gesungen, dass von diesem Zeitpunkt an wir alle gesagt haben, jetzt hat das gepackt. Ja, aber nun kam eine besondere Geschichte, von der Sie gerade reden wollen. Ich wollte Ihnen das Entschuldigung geben. Ja. Wir waren natürlich sehr stolz mit dieser Aufnahme und haben sie an alle Rundfunksender geschickt und so auch an den Bayerischen Rundfunk. Ja, der Bayerische Rundfunk war schon immer was Besonderes. So auch damals. Hat sich nicht geändert. Hat sich nicht geändert. Da gab es einen Plattenmacher, der hieß Werner Götze. Der hat sich diese Aufnahme angehört, hat dann die Platte genommen und hat sie vor dem Mikrofon zerbrochen und hat gesagt, an diesem Sender wird diese Platte nie mehr gespielt werden. Aha. Er hatte kein Recht, denn der Bayerische Rundfunk musste wie alle anderen Stationen diesen Riesenerfolg dann Wochen später genauso ins Programm nehmen wie alle anderen deutschen Sender. Also 600.000 gab es, glaube ich, davon, nicht? Zunächst, aber im Endeffekt stehen wir heute bei 6 Millionen Tonträger Heimweh. Aber da gab es noch einen Schlag, über den wir jetzt mal sprechen müssen. 100 Mann und einen Befehl. Herr Drechsler, Sie haben diese Platte, diesen Song, haben Sie innerhalb von 24 Stunden, habe ich mir erzählen lassen, auf den Markt gebracht. Weniger. Es war noch weniger. Ja. Was war so Es war, die Situation war etwa so, Freddy und sein Produzent suchten wie immer ein sehr gutes Lied. Mhm. Es gab kein großes Angebot, dann kam ich mit dem Vorschlag, dieses Lied, The Ballad of the Green Berets, aufzunehmen. Freddy sprang sofort drauf an, auch sein Produzent, Ernst Bader, machte den Text. Und Freddy und wir waren in Zeitnot. Es musste schnell veröffentlicht werden, so hat Freddy dann nach einer Aufführung im Operettenhaus, hat er nachts aufgenommen um eins, ich fuhr um 1 Uhr nachts, als es fertig war. 5 Uhr früh nach Hannover in unser Werk, wo ich den Portier rausgeklopft habe. Die Techniker haben gewartet drauf. Ja, aber es war so eilig. Es war Konkurrenz da. Ah, das war Es war Konkurrenz da und wir haben die Platte am nächsten Tag um 5 Uhr oder 6 Uhr Abend zum Versand bringen können. Ja. Das war ein Rekord, den wir weder vorher noch nachher je geschafft haben. Ja, gut. Und daran wollen wir uns jetzt erinnern. Freddy, ich muss dich wieder anschauen. 100 Mann und einen Befehl. Ja, und ich möchte noch sagen, einer von 700 Titel war 100 Mann und ein Befehl. Unser Computer kann es Ihnen beweisen. Das ist das Freddy-Repertoire, das wir aufgenommen haben. Ja. Irgendwo in fremdem Land ziehen wir durch Stein und Sand, fern von zu Haus und vogelfrei. 100 Mann und ich bin dabei. 100 Mann und ein Befehl und ein Weg, den keiner will.
Land. Und was ist der Sinn? Wahllos schlägt das Schicksal zu. Heute ich und morgen du. Ich höre von fern die Krähen schreien im Morgenrot. Warum muss das sein? Ich weiß nicht, liebe Zuschauer, ob Ihnen bekannt ist, dass es auch ein Freddy Quinn Magazin gibt. Es erscheint viermal im Jahr. Und das hier, das ist Europas größtes Magazin für Plattensammler. In diesem Magazin kann man Freddy-Platten zu Liebhaberpreisen, versteht sich, ersteigern. Und in der Liste der seit Bestehen dieses Magazins teuersten Schallplatten erscheint Freddy, man höre und staune, dreimal. Und dabei ist alles vertreten, was gut und teuer ist. Von Elvis Presley bis zu den Beatles. Und die teuerste Freddy-LP erzielte 1810 Mark. Also für die Fans ist nichts zu teuer. Und jetzt kommen weitere Freddy Quinn Fans, um uns musikalisch zu sagen, warum sie ihn so schätzen, nämlich die Gruppe Truckstop. Fernsehshows, meist Popmusik und Rock. Und wenn man Wert auf Anspruch legt, dann schmettern Brei und Schock. Man bringt Chansons und Jodelkunst und manchmal sogar Jazz. Doch die Musik, die mich erfreut, hat keinen Senderplatz. Ich möchte so gern Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Bright. Richtig schönen Country-Song, doch Hey Man ist weit. Ich möchte so gern Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Bright. Richtig schönen Country-Song, doch Hey Man ist weit. Work it out. Es gibt hier einen Mann, der denkt genau wie ich. Der findet diese Art Musik durchaus nicht fürchterlich. Er hat sich für sie eingesetzt, die Stars zu uns gebracht und hat in deutschen Country-Shows auch selber mitgemacht. Er möchte nicht nur Dave Dudley hören, Charlie Bright. Er ist ein großer Country-Fan, der größte weit und weit. Er möchte nicht nur Dave Dudley hören, den kennt er ohnehin. Er hat auch viel für uns getan. Hey, thank you, Freddy Quinn. Also, meine Herrschaften, vielen Dank für diesen Applaus. Und ich wollte noch sagen, der Freddy Quinn hat ja nicht nur Dave Dudley als erster geholt und Johnny Cash und Emmylou Harris, sondern auch einen Country-Star, der hier bekannt geworden ist durch diese Western-Serie Rauchende Colts unter dem Namen Festus Hagen. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, Ken Curtis. Thank you.
You know something, Freddy? It's a long ways from California to Hamburg on a mule. Das kann ich mir denken. Auf einem Esel von Kalifornien nach hier, das ist ziemlich weit, ja. Er ist der Gast, der am weitesten gereist ist, Ken. Aber ich freue mich ganz besonders, dass du heute gekommen bist. Denn es ist ja ziemlich lange her, dass wir zusammen gearbeitet haben. Wie lange ist es denn her? How many years has it been since we worked together? 7 years. 7 lonely years without you. Ken Curtis mit Sieben, dann. Freddy, I've just about plumb quit, you know. Why? Oh, I'm just getting too old, I guess. To cut the mustard anymore? Yes, sir. About to hang up my spurs. Also das glaube ich ja nicht. Ken Curtis sagt, er ist jetzt so ein bisschen in dem Alter, wo er sich zurückziehen möchte und seine Sporen abschnallen. Aber er sieht doch noch enorm aus für 53, ne? For 53, you don't want to be retired. Ken. But before I hang up my spurs, Freddy, for old time's sake, could we try that Don't Fence Me In one more time? You and me sing a song here together in the studio for our German audience? Sure. Well, why not? Take your mic there. All right. Let's have a little, what is the name of the song you're going to sing? Don't Fence Me In. Okay, let's hear it. Don't Fence Me In. Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please. Don't fence me in. Ken Curtis and your charming wife, Cori. Paul Curtis, herzlichen Dank. Thank you very much, Cori, that you came. Thank you. Dankeschön. Rauf in die Kreuz. Vielen Dank. You're a great Ken. Vielen Dank. Let's have a little applause. Yeah, come on. Eine große Freude. Tja, wie wir gehört haben, singt und spricht Freddy fließend amerikanisch. Er beherrscht aber auch noch Italienisch, Französisch, Holländisch, Finnisch und wie er gleich beweisen wird, auch Spanisch. Und wer wäre wohl besser geeignet, seine Spanischkenntnisse zu überprüfen als Olivia Molina? Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir. Verte ahora que
meine Damen und Herren, wer Freddy Krim kennt, wer ihn kennt, weiß natürlich auch, dass er viele Spielfilme gemacht hat. Er hat 13 Spielfilme gemacht, was Sie vielleicht nicht gewusst haben. 3 davon sind in den Jahren, als sie gelaufen sind, absolute Kino-Renner, Kino-Hits geworden. Wir zeigen Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus einem ersten, der bezeichnenderweise den Titel hatte, Die große Chance. Jetzt ist aber gut. Du langst aber. Jetzt lassen Sie mich mal ran, ja? Darf ich bitten? Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein weiteres Nachwuchstalent brennt darauf, sich vor Ihnen zu beweisen. Nun verraten Sie den Herrschaften erstmal Ihren Namen. Mein Name, gern. Susi Viereck. 21 Jahre alt. Gewesen. Na, wenn schon. Das geht Sie einem feuchten Leben an, nicht? Übrigens, ich stamme aus Berlin-Lichterfelde. Vor 5 Jahren war ich bereits Miss Schrebergarten. Das ist ja fabelhaft, Susi. Fabelhaft ist gar kein Ausdruck, das war nämlich gar nicht so einfach. Sie müssen nämlich wissen, es gibt eine ganze Menge Schrebergärten in Berlin. Dann lassen Sie mich endlich mal loslegen, ja? Ja, mit dem größten Vergnügen. Ach, übrigens, ich singe natürlich nicht so einen einfachen, gewöhnlichen Schlager. Ich singe etwas ganz Spezielles. Na dann, greif zum Spaten, holde Gärtnerin. Stehe ich abends auf dem Brettl und ich singe und parodiere, dann betrachte ich die Herren und die... Wie er seine Chance genutzt hat. Neben mir sitzt der Regisseur Gero Erhardt. Er ist der Sohn des von uns allen geliebten und unvergessenen Heinz Erhardt. Ihr Vater, Gero, hat mit Freddy einen Film gedreht, Freddy und der Millionär. Und jetzt muss ich Ihnen eine Frage stellen, ich geniere mich fast, sie zu stellen. War Ihr Vater auch zu Hause so komisch, wie wir ihn im Film erlebt haben? Ach, Sie brauchen sich gar nicht zu genieren, weil diese Frage kenne ich natürlich. Tausendmal. Aber sie ist mir gar nicht mal unangenehm, weil ich habe, also das Erste, was ich beantworten möchte, ist, wie er zu Hause war, ein sehr ernsthafter Mann. Das Zweite ist aber, die Familie hatte natürlich den Vorzug vor allem, dass er vor seinen Veröffentlichungen natürlich immer Testpublikum sein musste. Das heißt, er trug vor, las seine Gedichte und anhand der Reaktion hat er dann gemerkt, ob er es bringen kann oder nicht. Ja, also wenn Sie gelacht haben, hat er gesagt, das muss in Ordnung sein. Ja, aber wir haben auch ab und zu nicht gelacht. Und dann hat das gelassen, ja. Wie war es nun mit Freddy? Ich meine, Freddy und der Millionär, hat er zu Hause über Freddy gesprochen oder war das bei Ihnen so, Sie waren ja damals viel jünger, wie wir alle, Sie wollten ja ein Autogramm haben, ne? Ja, das war so, dass wir natürlich, ich naheliegenderweise natürlich eine Riesensammlung hatte an Autogrammen. Ja, ich kam natürlich leichter ran als andere. Mhm. Und als dann der Film anstand, Freddy und der Millionär, da war natürlich die große Fetenzeit. Wir tanzten nach Freddy-Musik. Mhm. Und da war ich natürlich versucht, also an ein Autogramm von Freddy zu kommen, ist doch klar. Was heißt, ich musste meinen Vater bitten, in Italien den Freddy anzusprechen, um ein Autogramm zu bitten. Er wiederum hatte das natürlich nicht so leichten Herzens gemacht, weil er irrsinnig schüchtern war. Ja. Mhm. Und es hat letztendlich doch geklappt. Ja. Also wir sehen jetzt den Ausschnitt aus Freddy und der Millionär und von der Schüchternheit ist da nicht viel zu erkennen. Jean! Oh, John! Na endlich, da ist ja Papa. Ich habe einen Fisch gefangen, den will ich zum Frühstück haben. Fisch ist gesund. John, deine Familie, deine Freunde und sogar die Polizei fordern jetzt von dir Rechenschaft. Wo warst du? Ich glaube, ich gehe lieber. Nein, Sie müssen beweisen, dass Sie mein Freund sind. Sie dürfen mich jetzt nicht im Stich lassen. Allein setze ich mich hier nie durch. Also gut, bleibe ich zum Frühstück. Ja, Herr Meier bleibt. Robert? Bitte? 2x5 Eier im Glas. Archibald? 10 Eier im Glas. Sylvia, du weißt. Ja, Papa. Ach was, du weißt meinem Freund Meier ein Zimmer an. Ich sollte doch nur zum Frühstück bleiben. Ruhe! Ich bin der Herr im Haus. Hier wird befohlen, was ich tue. Na? Na, ab heute jedenfalls. Ja, das kurze Wiedersehen mit Heinz Erhardt. Neben mir sitzt noch jemand, der einiges über seine Filmarbeit mit Freddy erzählen kann, Christian Machalet. Sie waren ein Kinderstar, darf ich das sagen? Sie sind inzwischen ein erwachsener Mann, aber Sie haben 2 Filme mit ihm gemacht. Und da gab es einen Film, da haben Sie eine Ohrfeige bekommen. Ja, das war... Und die Geschichte müssten Sie jetzt erzählen. Das war 1959, der Film
Die Gitarre und das Meer. Aha. Und da gab es eine Szene, da musste Freddy sauer auf mich sein und musste mir eine Ohrfeige verpassen. Ja. Und ich musste erschreckt und erbost darauf reagieren. Mhm. Wir probten das und alles war in Ordnung, alles lief. Und dann kam es zu den Aufnahmen. Und bei den Aufnahmen, männlich, meinte ich, müsste ich damals sein wollen. Und da dachte ich, da kann ich natürlich über so läppische Ohrfeigen gar nicht zusammenzucken, da muss ich drüber lachen. Ja. Und so wiederholte sich das 12, 13 Mal, alle waren verzweifelt und beim 13. Mal kam Freddy wieder auf mich zu. Ich fixierte ihn und dann ballerte er mir mit solcher Wucht eine runter, dass ich nun wirklich völlig verdutzt und verdattert und erbost war. Und diese Aufnahme blieb im Kasten? Ja, die Aufnahme blieb im Kasten und bei mir verblieb eine kleine Schwellung. Ja, also die werden wir jetzt aber nicht entdecken, denn den Ausschnitt, den wir jetzt zeigen, das ist nicht der Ohrfeigen-Ausschnitt, sondern aus einem anderen Film, den Sie mit Freddy gemacht haben, Unter fremden Sternen. Mai 1963 kam ein Weltstar nach Hamburg, um hier an der Verfilmung des erfolgreichen Musicals Heimweh nach St. Pauli teilzunehmen. In der Filmbranche hatte es damals kaum jemand für möglich gehalten, dass sich Jane Mansfield bereit erklären würde, in einem deutschen Film mitzuwirken und das auch noch zu einer für den Produzenten tragbaren Gage. Aber Freddy machte es möglich. Hier ein Ausschnitt aus der Regionalsendung Berichte vom Tage, vom 23. Mai 1963, zu dem ich damals den Kommentar sprach, aber der Originalton ist leider verloren gegangen. Jane Mansfield in Hamburg. Heute Nachmittag traf die bekannte Filmschauspielerin auf dem Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel ein. Bereits auf dem Rollfeld wurde sie von ihrem Partner Freddie Quinn herzlich begrüßt. Miss Mansfield wird morgen mit den Dreharbeiten zu dem Film Heimweh nach St. Pauli beginnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hochverehrte Ehrengäste, liebe Anwesende, ehe ich mich mit einem guten Freund über alte Zeiten unterhalte, möchte ich an Sie, die Sie hier im Studio 3 in Hamburg sind, ein paar Worte des Dankes richten. Denn Sie alle haben in irgendeiner Form mein Leben beeinflusst und Sie machen es möglich, dass ich heute hier im Mittelpunkt stehen darf. Herzlichen Dank. Ja, Lothar. Das kann man mit gutem Gewissen sagen. Nur gute Freunde, Bekannte, liebe Kollegen, Kolleginnen, du hast 13 Filme mit mir gedreht. Du bist ein bekannter Presse- und Titelfotograf. Nur erzähl mal so ein paar Geschichten der damaligen Zeit. Naja, also sagen wir mal, der schnellste Filmvertrag, der aufgeschlossen worden ist auf der Welt, ja? Tja. Mit Jane Mansfield, weil wir ja gerade bei dem Thema waren, ja?
Also ich kann mich entsinnen, du hast ja einmal schon mit der Jan Mansfield telefoniert gehabt. Ich war damals zwar gerade in Japan. Du riefst mich an und sagst, komm, wir müssen mal rasch nach Hollywood. Und dann trafen wir uns auch da. Wir kamen an, natürlich unvorbereiteterweise, weil du immer sehr eilig bist. Ach, ja, ja, sehr schnell mit dir verhandelt. Kam aber gerade an einem Tag an, wo sich unsere gute Jan Mansfield scheinen ließ in Mexiko von dem... Mickey Haggerty, richtig. Also mussten wir wieder einen Tag warten, ging dann nächsten Tag zum Flughafen, beziehungsweise fuhren mit einem weißen Cadillac, den wir extra gemietet hatten, offen, nicht? Und so kamen wir zum Airport und dann gingen wir, damals ging das noch, aufs Rollfeld, die Gangway kam an, also Flugzeug, Gangway, Jan Mansfield kam runter. Naja, und irgendeiner musste ja wenigstens doch sagen, also ich sagte hier, hallo, das ist also der Freddy aus Germany, den ich ja schon telefonisch schon kannte, ne? Und daraufhin kam sie und sagte, aha, und ging sofort runter, machte einmal so und sagte, Freddy, wir machen den Film. Heim in St. Pauli. Ein paar Dollar wurden noch verhandelt später, nicht? Tja, bei Gitarre und Gitarrenmusik. Tja, Lothar Justament, hier in der Halle 3, Studio Hamburg, haben wir die Dreharbeiten begonnen und Jane Mansfield hat dann sogar in deutscher Sprache gesungen. Eine Sensation für die damalige Zeit. Ja, nichts nach Snuckelchen vom Pier. Und ein Seele kommt bei mir nicht ans Klavier. Ich bin kein Snick, Snack, Snick, Snack, Snuckelchen vom Pier. Wenn ein Seele kommt, dann sage ich Ade. Jimmy, Jimmy Joe, alle brennen nur wie Stroh, alle küssen sie sauer und verstimmen mein Klavier. Ich bin kein Snick, Snack, Snick, Snack, Snuckelchen vom Pier. Ich bin kein Snick, Snack, Snick, Snack, Snuckelchen vom Pier. Selige Erinnerungen. Ich darf sagen, dass das damals eine Sensation war, einen Hollywood-Star der ersten Güte hier nach Hamburg zu holen. Und dass es gelungen ist, das war mir eine große Freude. Aber Lothar, wir haben ja auch noch viele andere Filme gedreht. Und weil Ken Curtis sich die Ehre gab, hierher zu kommen, oder mir die Ehre gab, hierher zu kommen, erinnere ich mich an diesen Western, den wir gedreht haben. In Jugoslawien. In Jugoslawien. Ja. Es war ein richtig toller Western, ja. Nur er hatte einen kleinen Haken, einen kleinen Fehler. Ja. Immer wenn Spannung aufzukommen drohte, und das war des Öfteren, musste der Held auf einen Schimmel mit einem Lied auf den Lippen von links oder rechts in die Szene reiten. Alles klar, Black Bill! Es fängt ja richtig dramatisch an. Immer weiter nach Westen zogen die besten Leute vom Dreck. Doch es gab für so manchen leider nie ein Comeback. Es versprachen die Sterne, dort in der Ferne schöner die Zeit. Alles sollt ihr vergessen. Tränen und Leid. Und wieder wird es spannend. Aber dann... Bravo. Ich habe nun die große Freude, drei Persönlichkeiten vorstellen
zu dürfen, die meinen beruflichen, aber auch meinen privaten Weg gekreuzt haben. Die Hamburger Schauspielerin, Frau Maria Kloth. Ja. Den Direktor des Ernst-Deutsch-Theaters in Hamburg, Herrn Friedrich Schütter. Und einen Mann, von dem man ohne Übertreibung sagen darf, er hat ein Stück Theatergeschichte geschrieben, den Generalintendanten von Berlin, Herrn Boleslav Barlog. Anders ist ein bisschen kleiner. Mariechen, wir haben über 600 Mal auf der Theaterbühne gestanden. Ja. Wir haben Freude und Leid geteilt. Und es ist eigentlich gar nicht charmant, wenn man eine Dame nach ihrem Alter fragt. Aber in deinem Falle, glaube ich, eine Ausnahme machen zu dürfen. Ich weiß es nicht. Wie alt bist du denn? Ich. Ja. Im 91. Jahr bin ich jetzt. Ja. 91. Maria, danke. In 10 Jahren sitzen wir noch mal hier zusammen. Hoffentlich. Und dann, ja, und dann? Erzähl mal ein bisschen, ein paar Bonmots aus deinem... Nee, das will ich immer sagen. Ich kann wohl dafür erzählen. Wenn man 25 Jahre mit einem Menschen so zusammen war, wie wir zwei, oh Mann. Wie fängst du denn an? Ja, wie das anfing. Ja. Also zuerst konnte ich dich überhaupt nicht ausstehen. Ich mochte dich überhaupt nicht leiden. Oh. Ich sagte immer, Herr Quinn. Weißt du, und da kam der Beißwanger, weißt du noch, Hulling, ja. Das war ja mein Mann in Heimweh nach St. Pauli. Genau. Der sagt, weißt du, du musst nicht immer sie sagen, du musst du sagen. Nee, das mache ich nicht. So ein großer Künstler, nee, das mache ich nicht. Oh, sagt er, du, ich habe die Kneipe am Hafen, da gehen wir abends hin. Da sind wir hingegangen und den trinkst du Bruderschaft mit Freddy. Ich sag, ja, das ist gut, mache ich nicht. Na, nun trinkt er schon nichts, ne? Und ich sag, dann geben Sie mir mal erstmal einen Weinbrand, ne? Und er trank Tee. Sieht ja genauso aus, ne? Und den haben wir eingeschnasselt. Nee. Und den habe ich du zu dir gesagt, ne? Und dann haben wir zusammen gewohnt, ne? In Wien. Ja, in Wien. Weißt du noch, in Wien? Ja. Wie fand ich genau? Im Theater an der Wien. Theater an der Wien haben wir nicht. Ausverkauft? Ja, ausverkauft. Dann waren wir in München, im Deutschen Theater. Ich weiß nicht, wie lange ich da gespielt habe, aber so, ne, ich weiß das immer. Oh, Bier durfte ich nicht trinken, weil du das ja nicht ausstehen kannst, wenn man danach riecht. Ne? Naja, ich habe auch Parfüm dann genommen. Ne? Und dann waren wir ja in Berlin. Ne? Oh, was, Berlin hatte Führer, oh, ne? Führer, die Regie gehabt. Ne? Theater des Westens, das war auch schön. Hast du ne? Feuerwerk gespielt? Nein, das Feuer, komm mal jetzt. So weit bin ich noch nicht, Friedrich. Ne? Ich bin jetzt erstmal in Berlin. Ne? Wir haben beim Kurfürstendamm zusammen gewohnt, weißt du? Ja. Oh. Auch ganz schön in Pension. Ne? Und der, ja, war schön. Und dann haben wir natürlich Feuerwerk gespielt. Und die Rolle wollte ich ja nicht spielen. Weißt du? Jo, das passt ja gar nicht zu mir. Ne? Und du sagst, du musst hinkommen, mal riechen, hast du immer gesagt. Ne? Ich sag, gut, wenn das so sein muss. Dreimal habe ich abgesagt. Das vierte Mal war ich da. Und dann und war eine da auch tolle Tante gespielt. Eine Tante, das wollte ich gerade sagen. Muss man dir das Wort aus dem Mund nehmen, Freddy? Nein. Bravo. Nein, Freddy, ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann. Ich kenne dich ja auch schon seit der Washington Bar. Wir waren damals so ein kleiner Insider-Club. Wir spielten die kleine Stadt und Helga Bodin kam eines Abends nach der Vorstellung und sagte, geh doch mal mit in die Washington Bar. Mein Freund Jimmy Rathmann war dabei, damals noch. Und da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Und seitdem bin ich ja ein Fan von dir geworden und geblieben. Wir haben nie zusammen auf der Bühne gestanden. Doch einmal, doch, als wir Ehrenschleusenwärter geworden sind. Wir sind ja Schleusenwärter in Hamburg. Vielleicht sollen wir die Schleusen öffnen, dass ein bisschen noch mehr Kultur nach Hamburg kommt. Wow. Dazu sind wir auch gerne bereit. Aber wir haben viele Gespräche gehabt und auch Pläne gehabt. Und ein Plan scheint sich ja zu realisieren. Und da ich sehr abergläubisch bin, wie ja viele in meinem Metier, spreche ich nicht darüber. Das ist wahrscheinlich auch in deinem Sinn, aber ich glaube, wir können eines Tages gemeinsam unser
geliebten Hamburger Publikum mal eine große Freude bereiten. Oh. Aber ich glaube, was das Theater betrifft, habe ich einen viel wesentlicheren Menschen hier am Tisch, der vielleicht auch noch mehr dazu sagen könnte, vor allen Dingen über den Schauspieler Freddie Quinn, der so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und das ist mein sehr verehrter Meister Boleslav Balog. Ich bedanke mich für die perfekte Überleitung. Lieber Freddie Quinn. Lieber Freddie Quinn, zuerst einmal danke ich, dass wir hier sein dürfen. Ihnen und den Produzenten dieses Ehrenabends für Sie, dass wir hier sein dürfen und an dieser wirklichen Huldigung mit unserer liebevollen Referenz teilnehmen dürfen. Wir sind ja beide ein etwas merkwürdiges Liebespaar. Zwischen uns gehen seit Jahren Fäden der Sympathie und Zuneigung hin und her, bilde ich mir ein. Auf jeden Fall. Obwohl wir so wenig voneinander wissen, aber vielleicht gerade deswegen. Möglicherweise gerade deswegen. Ich erinnere mich einer Begegnung in Berlin. Wir saßen in einem Zirkuswagen, feierten eine Zirkuspremiere mit 13 Zirkusleuten und es war ein Kollege dabei, der schon ein wenig über den Durst getrunken hatte und sich nicht gut benahm. Und dann habe ich bewundert, wie Sie mit einem ungeheuren Takt und Charme diesen Jungen in seine Bahn zurückgedrängt haben, sodass er nach einer ganzen Weile wieder sehr manierlich war. Ich fand das so großartig und das hat mir als Mensch Quinn so ungeheuer imponiert, dass ich entschlossen war, wild entschlossen war, von da aus viel mehr mich für Ihre schauspielerischen Leistungen zu interessieren. Und ich kam zu der Erkenntnis, zwei Säulen gibt es, auf denen Ihre schauspielerische Arbeit beruht, die Qualität und die Solidität. Jetzt habe ich die Aufgabe zu sagen, wir sollen neugierig sein auf einen Ausschnitt aus einem Film, den Peter Zadek mit Ihnen gedreht hat, Die wilden 50er. Wissen Sie, wie ich Sie nenne, Foreman? Der Mann, der immer rennt. Hier in Wien sind Sie dauernd gerannt, bis ich Ihnen bei dieser Werwolf-Affäre das Leben retten musste. Und kaum in Hörsching klauen Sie uns 40.000 Eier. Wenn das rauskommt, dann lacht die ganze Welt sich über uns tot. Was werde ich kriegen? 2 Jahre? Sit down. Können Sie schweigen, Foreman? Ja, Herr General. Wenn Sie alle schweigen können. Konnte. Jawohl, konnte. Ich brauche Sie über die Sache wachsen lassen. Und die Eier können Sie auch behalten. Unter einer Bedingung allerdings. Bedingungen auch noch? Sie verpflichten sich, 20% ihrer Eier an die amerikanische Armee zu verkaufen. Unseren Leuten hängt dieses ewige Eierpulver schon zum Hals raus. Yes, sir. Und wo sollen meine Hühner diese vielen Eier legen? Was brauchen Sie, Foreman? Kennen Sie Himmler? You goddamn Kraut. Himmler, der Hühnerzüchter. In Waldrudering bei München hat er Hühner gezüchtet. Und jetzt steht der Hof leer. Der Besitz der Kriegsverbrecher ist von den Alliierten rekrutiert, Foreman. Er kann nicht in deutsche Hände übergehen. Soll er ja auch nicht. Sie stellen ihn unter Denkmalschutz. Und ich mache aus ihm die Brutstätte der deutsch-amerikanischen Mannschaft. Ein weiterer Freund, der sich 24 Jahre lang bemühte, aus mir einen Schauspieler zu machen, nachdem Josef Offenbach damals schon Mühe hatte, der Intendant der Festspiele Bad Hersfeld, Herr Karl Fiebach. Ja, ich war damals Intendant in Schleswig und machte ein Stück von Lothar Aulias. Und Lothar Aulias wollte auch, dass ich sein erstes großes deutsches Musical in Hamburg, Heimweh nach St. Pauli, mit dir in der Hauptrolle inszenieren sollte. Ich kannte dich nicht. Und ich das sagen darf, nur ein paar Lieder von dir. Ich hatte nie einen Film gesehen und nie ein Konzert gehört. Und er schickte mich in die Ostseehalle nach Kiel.
Dort saßen 5000 Menschen. Es war ausverkauft. In der Vorrunde liefen Gitte und Rex Gildo und Bill Ramsey. Und im zweiten Teil ging das Licht aus und es wurde stockfinster. Und dann kamen zwei überkreuzte Scheinwerfer. Und die 6000 Menschen hielten den Atem an. Und da stand ein junger Mann auf der Bühne in einem schwarzen Pullover mit einer einfachen Wandervogelgitarre. Und der sang ein Lied, ja, ohne elektrische Verstärker, ohne Orchester. Und diese 6000 Menschen schauten ihn fasziniert an und man hörte die berühmte Stecknadel fallen. Und ich sagte mir, dieser Mann hat Personality, dieser Mann ist präsent, er ist ein Star und außerdem ist er ein Idol. Ob er ein Schauspieler ist, das werden wir feststellen. Wir haben da einige Jahre dazu gebraucht. Ich habe 9 Musicals mit dir inszeniert in 13 verschiedenen Inszenierungen, 9 verschiedene Stücke. Und du hast dann aufgehört mit diesem Freddy und sowieso, sondern du wurdest dann zum Schauspieler und musstest eine Person spielen. Also schon in Highway nach St. Pauli hieß du Jimmy Jones und später warst du dann der Zirkusdirektor Obolski und der Showman Barnum und sogar der Pater Silvestro in einem italienischen Musical, das wir in Lübeck gespielt haben. Und hattest du die große Ehre, dass dich ein Produzent sah und du wurdest eingeladen, dieses Musical im erleuchteten Londoner West End zu spielen. Im Royal Adelphi Theater, also in einem der feinsten Häuser. Es war ein großer Erfolg. Und die Geschichte des deutschen Musicals ist ein bisschen mit dir verbunden, denn du warst damals einer der ersten Interpreten, die sich nicht zu fein waren. Es war ja damals noch etwas anrüchig. Übrigens die Dame zu meiner Rechten hier auch. Sie hat auch ganz früh schon Musical gespielt, auch in Lübeck, Alexis Sorbas. Und wir werden jetzt unsere 10. Musical-Inszenierung machen. Wir gehen auf Tournee mit einem Volksstück, mit Musik und du spielst darin auch wieder mal nicht einen Freddy, sondern eine Art Regenmacherrolle. Eine Art Regenmacherrolle? Ja, von Gene Nash. Man ist so jung, wie man sich fühlt. Heißt das so? Ist doch bezeichnend. Ja. Ist das? Bravo, ja. 95 später. Ich hoffe, dass das klappt. Aber du hast natürlich auch eine Menge von anderen Rollen, entfernten, ganz entfernten Rollen von dir gespielt. Zum Beispiel den König von Siam. Und davon gibt es Gott sei Dank einen Ausschnitt aus einer Show. Und ich habe jetzt die Freude, weiterzugeben einen ganz berühmten Kollegen, der diese Szene ansagen wird, aus einer Sendung am laufenden Band. Es ist Rudi Carrell. Freddy Quinn, meine Damen und Herren, Freddy Quinn ist einer der vielseitigsten Künstler, den es im deutschsprachigen Raum gibt. Mal ist er auf der Trapeze oder ist wieder in Lübeck und spielt da der König von Siam ein Musical. Wir haben einen ganz kleinen Ausschnitt daraus zusammen mit Angelika Draak. Sehen Sie Freddy Quinn in Der König und ich. Ja, wir sollten jetzt einmal ganz kurz sprechen über unseren gemeinsamen Freund, über Bert Kempfert. Er hat ja für viele Weltstars Hits geschrieben. Er hat Frank Sinatra zum glänzenden Comeback verholfen mit Strangers in the Night. Er hat geschrieben für Elvis Presley, muss sie denn umgeschrieben zu Wooden Heart. Den Martin hat Lieder von ihm gesungen, Shirley Bassey. Viele, viele andere, Sarah Vaughan, Peggy Lee, eine unzählige Schar von großen Stars, verdankt Bert Kempfert eigentlich an der Reihe von Weltschlagern. Jetzt fragt man sich natürlich auch, du warst einer seiner engsten Freunde. Hat er für dich kein Lied geschrieben? Der Bert Kempfert und ich, wir kannten uns aus einer Zeit, die die wilde Zeit genannt werden kann, hat ein Lied für mich geschrieben. Und ich glaube, dass er hat es erkannt,
dass es ein Welthit werden würde. Und du hast die Originalpartitur, das heißt die Originalklavierstimme, die er geschrieben hat, mit ein paar Zeilen, die jetzt vorzulesen vielleicht zu lange dauert. Ich habe es gerade durchgelesen, es sind Anmerkungen, ja. Er wollte einige Änderungen vornehmen. Ja. Das ist das Original-Notenblatt zu Spanish Eyes. Es hieß für damals dich noch, geschrieben? Ja, für mich geschrieben und es hieß damals noch Spanish Eyes. Ja? Ja. Und über zwei Takte Spanish Eyes zu singen, das war sehr schwer. Wir haben den Textdichter angerufen, Charlie Singleton, und sagte, hey Charlie, we got to change this, we need another bar in there. Ja. Und er sagte, I got it, I'll tell you. Wait a minute, it's Blue Spanish Eyes. Und so entstand Blue Spanish Eyes. Und Bert hat mir diesen Brief geschrieben und hat gesagt, ich glaube, das ist ein Welthit und den sollten wir aufnehmen. Es gab Politik, ja, im Kleinen wie im Großen der Schallplattenfirmen. Wir haben diesen Titel aufgenommen. Bert in Florida war das? Ja, in Florida. Er war sogar auf dem Markt, hat sich schon platziert in kurzer Zeit. In Chicago Hitparade von der Top 40 von 0 auf 6. Ja. Und dann gab es keine Platten im Geschäft. Warum? Weil die Politik, ja, die also diplomatisch ausgedrückt, ja, das verhinderte. Ich Politik war exklusiv auf einer Plattenfirma, ja. Bert auf der anderen und wir hatten es auf einer dritten Plattenfirma aufgenommen. Aber eines, es wurde ein Hit mit Air Martino. Ich war vier Monate vorher auf dem Markt und ich bin glücklich, trotzdem ich nicht der Interpret war, der den Welthit damit gemacht hat, dass Bert seligen Angedenkens sich nicht geirrt hat. Dein Beispiel hat es bewiesen wieder mal. Er hat einen Riecher für Hits und für gute Interpreten. Oh. Spricht für dich, dass er dich zuerst angesprochen hat. Es war dir zugedacht. El Martino hatte den Hit gelandet. Aber jetzt haben wir etwas nachzuholen, nämlich die Freddie Quinn-Version von Blue Spanish Eyes. Wie wär's? Spanish eyes, teardrops have fallen from your Spanish eyes. Please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing ye all the love your heart can hold. Please say, see, say you and your Spanish eyes will wait for me. And all of Mexico, Spanish eyes, please smile for me once more before I go. Wait for me.
Da ist natürlich Künstlerpech, wenn ein anderer Sänger den Hit landet und nicht der, dem das Lied eigentlich zugedacht war. Von einem weiteren Pech berichtet nun ein alter Freund, Wolfgang Rademann. Du kennst die Musik? Na, aber wie? In ein paar Wochen bauen wir hier unsere Betten auf und dann liegt wieder Brinkmann drin und rennt mit einem wehenden Kittel durch den OP. Ja, ja. In diesem Madrid, in wenigen Wochen die Schwarzwaldklinik. Ja, Freddy, ich bin aber nicht hier, um darüber zu sprechen, sondern ich wollte eigentlich mal sagen, als alter Kumpel aus uralten Zeiten, ich war mal 15 Jahre Journalist und da haben wir schon uns ganz schön in die Haare gekriegt. No, nicht unbedingt, aber ich habe ja mit Lothar Winkler die Fotos gemacht und ich die Texte geschrieben und wir haben dich auf vielen Reisen der Welt begleitet. Und ich muss euch sagen, Leute, wenn ihr diese ganzen Journalisten von heute, er war richtig dufter Kumpel und er hat schon früh ein PR-Bewusstsein gehabt, ein Pressebewusstsein, der wusste ganz genau, was gut für ihn ist. Und das muss ich wirklich sagen, dass man heute viele von dir lernen. Hast du schon immer damals prima gemacht. Aber es ist ja nicht nur der Kumpel Freddy als Reporter, den wir damals hatten. Ich finde, das größte Wort in unserer Branche, Gero, du sitzt hier gerade vor mir und guckst mir an, ich sage euch, ist das Wort Profi. Und Freddy ist ein Profi. Und zwar, das kann ich mal aus meiner... Das kann ich mal aus meiner Sicht sagen. Immerhin, als wenn man da so, ich habe 220 Fernsehsendungen gemacht und in einigen hast du da nun wirklich schon mitgespielt. Wir haben furchtbar viele Shows gemacht. Er ist ein ungeheuer Steher. Und da gibt es eine Geschichte und da werden ganz wenige wissen die und die werdet erst sehen, wenn der Filmausschnitt läuft. Leute, passt mal auf. Da haben wir mal eine Peter-Alexander-Show gedreht in Disney World in Florida. Schon lange her, nicht? Was sind das? 8 Jahre, ja. Und da ist der Freddy engagiert worden als einer von, nicht, mit die Mathieu war drin, Wenke Mürre, naja gut, also eine ganze Menge Leute. Und der Freddy, wie immer, Western, groß, deine große Spezialität, Western Country. Wir haben amerikanische Tänzer engagiert, nicht, wir haben ein richtig duftet Ballett zusammengestellt. Und dann sollte ein großer Auftritt sein, Freddy auf dem Pferd, daneben fährt so ein Zug, bei Disney fährt da so Züge rum, nicht? Und da sind Leute drin und Freddy neben dem Zug hinterher und sollte rüberspringen. Vom Pferd auf den Zug. Eine tolle Leistung, dachten wir, na Mensch, wer kann das schon, wenn ich an deine Schlagerhelden und zu der Zeit denke, ich will keine Namen nennen, aber die brechen sich ja schon das Knie, wenn sie nur auf die Bühne kommen. Und Freddy, ne? Naja, und... Und Freddy kann ja alles, nicht? Der nicht nur singen und spielen. Nicht übertreiben. Na du, ich wüsste. Pass auf, warte ab. Also, du wirst dich ja noch erinnern können, die Beule hast du ja eine lange Zeit gehabt. Jedenfalls, Freddy hat den ersten Drehtag und ist eine Millionenproduktion, kostet viel, viel Geld. Und da geht der doch aufs Pferd und wir fangen an, eine der ersten Einstellungen, unser Kollege Eckhard Böhmer, der hier Regie führt, der sitzt jetzt draußen, lacht sich gerade tot, weil ich die Geschichte erzähle. Der Freddy sitzt auf dem Pferd und die Post geht ab und mit einmal, zack, ist er unten. Und nun dachten wir, naja, der kann ja alles, ist ja ein Artist und der Reiten ist ja überhaupt kein Problem für Freddy, das ist überhaupt ja, der kommt aber nicht hoch. Irgendeiner sagt neben mir, jetzt ist er auf der Fresse gefallen. Also, das war ein Ding, du. Da haben wir gesagt, na, was denn du passiert? Um Gottes Willen, am ersten Drehtag, Millionenproduktion, was ist denn du los? Freddy rappelt sich hoch, es gibt einen kleinen Privatfilm, den können wir gleich sehen. Freddy, ich sag nur Bescheid, wann du abfahren sollst. Und da kommt der Freddy doch tatsächlich langsam hoch, steht, keine Knochen gebrochen, nicht, der ist richtig toll da, hat aber so ein Ohre. Ein Ohre, nein, das gibt's ja nicht. Das Pferd hat gescheut aus irgendwelchen Grund. Und zu nah am Zug. Zu nah am Zug, die Eisenbahn ratterte da laut durch die Gegend. Freddy, wumm, kriegt das Ding voll in eine Brühe. Wie sagen wir in Berlin? Moose-Ohre. Aber so ein Ding, am ersten Drehtag. Oh Gott, nee, was haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Und das ist das Tolle und das ist überhaupt der Sinn, warum ich hier bin. Der Mann haut paar Stunden ab, geht ins Hotel, haut sich Eisbeutel rauf, konsultiert einen Arzt und mit immer steht er wieder da. Wir hatten schon Krisensitzung, Notsitzung. Wir haben schon alles mögliche, haben gesagt, was machen wir denn nun? Also ich muss wirklich sagen, von dem Geld, was du uns damals gespart hast, kann ich heute die Schwarzwaldklinik drehen. Rum, da ist er unten. Brumm. Das ist ein richtiges Dokument. Also toll. Mit 8 mm gedreht. Ja, mit 8 mm. Und dann hat
Unser Regisseur Ecki Böhmer hier, der hat dann die gesamte Alexander-Show und den ganzen Freddy-Block drehen müssen mit einem Matschauge. Und zwar, Freddy hat durchgestanden alles. Komisch, die Leute haben das ja nicht nachher mitgekriegt, nicht? Er war immer so geschickt fotografiert, dass nur ein Auge war, weißt du? Das andere war nie zu sehen, das war blau, ja. Und die ganze Sendung hat er durchgestanden. Und deshalb finde ich das so toll, dass ich sah, er ist ein Profi. Die anderen wären liegen geblieben, abgehauen, abgereist, Versicherungsfall. Der Junge hat das durchgezogen. So. Ja. Wolfgang. Ein bisschen darf ich sagen, dass das die amerikanische Schule ist, die harte Schule des Showbusiness. Ich habe ja etwas, was man eigentlich nicht tun sollte, alle Stunts selbst gemacht. Und da ist hin und wieder auch was passiert. Zum Beispiel in der Südsee, als ich über eine Brüstung springen musste, einen Kampf mit einem Stuntman ausführen und der einen Meter zu weit weg war, dann bei der Aufnahme. Ich habe ihn nicht erwischt und bin aus 2,5 Meter Höhe auf die Knie gefallen, habe mir die Kniescheibe gebrochen, habe also dann die Zähne zusammengebissen und habe weitergedreht. Und ein weiterer Film, ein Film von Fritz Umgelter auf Aran in Irland, den ich gedreht habe. Ich musste ins Wasser springen und eine Szene überstehen, die mich wirklich beinahe in Gefahr gebracht hätte. Ich hatte Gummistiefel an und einen Parker. Und Gustav Knuth schmeißt mich ins Wasser. Und ich wollte der Produktion die Gummistiefel retten, weil wir hatten nur ein paar. Aber die waren voll Wasser und die hätten mich beinahe nach unten gezogen. Und hier werde ich nochmal schnell gegen die Klippen geschmissen und Schürfwunden und Haut und so weiter. Und das Wasser hatte ja nur 6 Grad Temperatur. Deswegen bist du heute so jung. Frisch geblieben. Ja, Wolfgang. Es ist immer so eine Sache, der Ehrgeiz, einen Stunt selbst zu machen und dann die Gefährlichkeit. Ich hatte einen Zirkusfilm zu drehen, den Karl Fiebach inszenierte, mit der Schauspielerelite Deutschlands, der damaligen Zeit, Rudolf Platte, Erna Selmer, Moosbacher, Peter Moosbacher, also riesig, tolle Josef Besetzung. Offenbach, eine ganz tolle Besetzung, Viktor Stahl. Und da hatte ich folgende Szene, gefährliche Szene zu überstehen. Herr Direktor, kommen Sie schnell! Ein Löwe ist ausgebrochen! Hier, Herr Soldat, Soldat! Da drin, ein Gewehr! Schnell ein Gewehr! Den Wasserschlauch! Zu spät! 5000 Menschen sind in der Vorstellung. Soldat, Vorstellung! Zurück, Soldat! Lass das! Soldat, zurück! Soldat, zurück! Da, Soldat, da! Ruhig, ruhig, Soldat! Mr. Thompson, nicht schießen, nicht schießen! Soldat, Soldat, zurück! Komm, Soldat, ruhig! Zurück, Postdorf! Postdorf! Zurück! Brav! Brav, ruhig, ruhig, Soldat! Zurück! Zurück, Soldat, zurück! Los! Meine Freunde, die Artisten, der Tierpsychologe, der Dompteur, Gerd Simoneit, der Direktor des Zirkus Barum. Herzlich willkommen. Danke. Ja, das Wort Profi wurde gerade erwähnt. Wie ein echter Profi bist du mit dem Löwen umgegangen. Denn hast du denn überhaupt richtig gefühlt, was da für Power hinter sitzt? Denn wenn man so einen Löwen als Laie irgendwie doch begegnet, da muss man doch ahnen, was da bei ihm zukommt. Da ist doch richtig Kraft da, da ist doch also Energie da. Da ist doch nicht einfach so, dass man sagt, ich scheuche mal den Hund zurück oder ich bin da etwas dabei. Hast du denn hier ein bisschen Angst davor gehabt damals? Gerd, Respekt. Nie Angst, sonst wäre ich nie in den Käfig gegangen. Aber bei dieser Szene würde ich sagen, heute würde ich sie nicht mehr machen. Es war, wie du vielleicht gesehen hast, nur ein Zentralkäfigteil da und 3 Seiten waren offen. Und du weißt ja, bitte erzähl du über die Psychologie der Raubtiere. Das höre ich ja gerne, weil dieser Respekt muss einfach da sein, auch eine gewisse Angst. Denn die, gebe ich zu, habe ich oft genug. Denn wie kann man in einen Käfig gehen mit Tieren, die wirklich gefährlich sind, wenn man sich nicht respektiert? Der Erfolg, den du gehabt hast in deiner Karriere, nicht nur als Sänger und als Schauspieler, auch als Stuntman und vor allem auch in den vielen Zirkussendungen, wo du als Drahtseilkünstler, wo du als Luftakrobat aufgetreten bist und mehrere Male sogar im Raubtierkäfig gegangen bist.
ist eben nur möglich, wenn man eben diesen Respekt hat und auch ein kleines bisschen Bammeln muss dabei sein, weil sonst kann man nicht über sich hinauswachsen und das einfach bei dir da. Das ist also so fantastisch und ich finde, du hast also auch für den Zirkus so viel getan, für uns Zirkusleute. Und da sind wohl auch so manche Wünsche bei dir, glaube ich, in Erfüllung gegangen, die noch immer im Geheimen geschlummert haben. Denn das Herz für den Zirkus hat ja bei dir immer geschlagen. Du bist halt ein Komödiant. Und ich möchte diese Gelegenheit, diese Stunde auch dazu nutzen, dir, das kann ich wohl ohne Arroganz sagen, im Namen aller Zirkusleute danken, wie du dich für uns eingesetzt hast, wie du dich für die Zirkuswelt überhaupt eingesetzt hast. Und vielleicht hast du dir viele Wünsche auch erfüllen können durch deinen enormen Respekt vom Publikum, durch deinen Einsatz. Aber ein Wunsch ist wahrscheinlich nie in Erfüllung gegangen, der bestimmt auch in dir schlummert. Ich möchte dich zum Ehrendirektor des Zirkus Barum ernennen. Ja, aber wie kam eigentlich Freddy zum Zirkus? Nun, als Gymnasiast riss er eines Tages von zu Hause aus und zog mit einem kleinen Wanderzirkus durch die Dörfer. Und seitdem gehört seine Liebe dem Zirkus. Und unter den Artisten gibt es einen, mit dem er sehr gern und sehr oft zusammengearbeitet hat, nämlich David Larible. David Larible, mille grazie David. Grazie a te. Sono contento, era ottimo, ma due parole per il Circo Krone, okay? Ah, dem Zirkus Krone ein herzliches Dankeschön. Sie haben ihn zwei Vorstellungen lang beurlaubt. Für die Besucher des Zirkus Krone sicherlich ein Verlust, aber für uns hier und für alle Fernsehzuschauer ein großer Gewinn. Aus Italien, David Larible, mille grazie. Es gibt einen Zirkusmann, den Freddy mit großer Herzlichkeit als seinen Lehrmeister bezeichnet. Den Hochseilartisten Joe Seitz. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Und gerade für dich war diese Reise sehr schwierig. Joe Seitz ist einer der größten Hochseilartisten gewesen, mit seinem Partner Mendes
Und wer hätte mir besser die Tricks der Seilläuferei beibringen können als du? Du hast es getan. Wir sind in Monaco aufgetreten. Ich darf mich rühmen. Wir dürfen uns rühmen, dass die Stefanie von uns gegen das Protokoll ein Autogramm gekriegt hat. So. Kannst du dich erinnern? Yeah. Remember that time, Joe? Yeah. You speak very well German, right? I don't have to translate. Perfekt no? auswärts. Perfekt auswärts, das ist prima. wir haben ja sehr viel zusammengearbeitet und du hast einen Unfall gehabt, der dich also aus der Artistik geholt hat. Wie geht's dir, Joe? Kannst du wieder einigermaßen? In dem Moment, es geht mir ziemlich gut. Ja. Ja. Und ich müsste sagen, dass in der Anfang, wenn das gerade passiert hast, dieser Unfall, das war eine sehr schwere Zeit. Du hast es Gott sei Dank überwunden, auch seelisch, und bist wieder frisch und ein Wahnsinnskollege. Du hast mir unwahrscheinlich viel beigebracht und dir habe ich auch eine Szene zu verdanken, die zu den Höhepunkten meiner Laufbahn zählt. Die wollen wir jetzt sehen. Meine Zeitung, Sonderausgabe, alles über Zirkus, bitte. Oh, du stehst bei der Nummer. Passen Sie auf, Kevin, eine, ich kassiere später. Lesen schon in der Zwischenzeit, ja, aber nicht vergessen. Ja, ich muss weiterkaufen. Bitte, eine Sonderausgabe heute, ja. Herr Zeitungsmann, ja. Wenn du unbedingt eine Zeitung kaufen willst, ja. Dann bring mir das Zeitung hier auf. Ich bringe mir die Zeitung, Herr Seitz, ja, bitte. Einen Moment, gleich bin ich... So, ist ja ganz einfach. Da auf die Seil ist gar kein Problem. Herr Seitz, Herr Seitz, die Stange ist so schwer und ich bin so schwach auf der Brust. Na sowas. Und Sie meinen, das geht, ja? Versuche mal. Ja, versuchen, ja. Na, Sie, Fräulein, bitte, ich krieg 6 Mark, ja? 3 Zeitungen, ja? Schau, ist ganz einfach, Herr Seitz. Schauen Sie, das habe ich gleich gewusst, dass das so einfach geht. Herr Seitz! Langsam, bitte. Was sagen Sie? Langsam. Ja, na meinen Sie, ich kann da rennen, den Berg hinauf? So was. Oh, schauen Sie her. Oh. Immer geradeaus. Ja, meinen Sie, ich kann um die Ecken gehen? So ein Plätzchen. Schau, es geht schon besser. Sie, 6 Mark, bitte, ja? Sonderausgabe. Ja, schön. Herr Seitz, es wird immer... Was ist? Was ist los? Hast du Angst? Angst? Nein, kalt ist mir halt. Ja, na geht schon weiter. Ich muss ausruhen. Herr Greger, bitte fangen Sie an mit den Ofentiere, ja? Das heißt Ouvertüre. Was bitte? Das heißt Ouvertüre. Ouvertüre, sowas. Nein, Herr Greger, Moment! Hoffentlich nicht, bitte, ja? Soweit? Hallo? Meine 6 Mark, vergessen Sie nicht, ja? Bitte, so. Jetzt komme ich gleich weiter. Schauen Sie, wie schön das geht. Immer höher. Ja, die Bayern haben die schönsten Berge in der Welt. Ja. So was. Herr Seitz, wissen Sie was? Nein. Mir kann gar nichts passieren. Mir kann nichts passieren? Nein, nichts. Warum? Na ja, ich halte mich an der Stangen fest. So. Noch 300 Meter. Passen Sie auf. Auf meine Zeitung, sonst kann ich nicht mehr kassieren kommen, ja? Sie seien so breit, so rot.
seine Augen. Die Diamanten strahlen, oh mein Gott, war eine wunderbare Clown, oh mein Gott, war eine schöne Mann. Wo ist denn der Wolfgang Grademann? Hier ist er. An der Bar. Also, wo ist er denn? Hab schon Wasser für dich. Ist gut. Sag mal, ich hab dich draußen gesehen, du bist ja ein Komiker. Na, jetzt sind wir ein verrückter Paar. Jetzt sind wir beide ein verrückter Paar. Die Grette ist angeschmiert. Sag mal, Wolfgang, ich bin hier gekommen, deswegen bin ich ja nie gekommen, dir zu sagen, dass du ein Komiker bist, hätte ich auch in Berlin erzählen können. Ich muss dir einen Herzenswunsch vom Freddy sagen. Der Freddy möchte unbedingt bei dir in der Schwarzwaldklinik auftreten. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Noch warte mal. Na ja, warte mal. Ich habe mir so ein paar Gedanken, habe ich mir aufgeschrieben. Warte mal, Moment. Also, nee, so nicht. Na, ich muss doch die Brille nehmen. Das würde ich jetzt machen, ja. Ich bin ja auch schon 35. Ja. Ne? Warte. Also, Freddy fährt als Hauptkommissar verkleidet von St. Pauli zur Nordsee. Und zwar mit dem Traumschiff. Auch von mir. Ein seekranker Steward stößt ihn aus Versehen über Bord. Ja. Freddy schwimmt rein aufwärts bis nach Karlsruhe, reitet mit einem Lied auf den Lippen ins Glottertal, balanciert auf den Drähten einer Überlandleitung auf das Dach der Schwarzwaldklinik, befreit Sascha Hehn aus den Fängen einer wild gewordenen Nachtschwester, Gabi Dohm fällt bei seinem Anblick in Ohnmacht, Freddy rettet sie durch Mund-zu-Mund-Beatmung, Professor Brinkmann kommt hereingestürzt, Freddy breitet die Arme aus und singt Oh mein Papa! Wisst ihr, was passiert ist? Nee, warte. Jetzt gerade vor Schreck unser Autor Herbert Lichtenfeld umgefallen. Aber der muss das ja schreiben. Ach so, nö, das wird das schon schaffen. Aber ich hab natürlich eine Möglichkeit, Freddy. Weißt du, wenn wir diese Nummer wirklich machen, ja, und der Busso würde nicht mehr spielen. Du bist verpflichtet, dann ich hab's ja gehört, was er gesagt hat. Dann habe ich also den neuen Namen, nicht? Ja. Professor Freddy Quinn Brinkmann. Ja. Und dann müssen wir nur einen Trick einbauen. Wenn du nämlich mit der Gage mir Schwierigkeiten machst, Freddy, dann lasse ich dem Lichtenfeld eine Rolle schreiben, da hast du ein Gipsbein, einen Gipsarm und dann lassen wir einen Handstand auf den OP-Tisch machen und dann bist du angeschmiert. Ja. Also benimm dich. Ja. Okay. So, meine Damen und Herren, der Abend geht zu Ende. Der Abend für Freddy Quinn, für den Schauspieler, Sänger, Entertainer, Artisten. Was ist eigentlich sein Erfolgsgeheimnis? Ich glaube, seine Vielseitigkeit, sein Drang, nicht stehen zu bleiben, immer etwas Neues zu versuchen. In diesem Sinne, wir warten auf was Neues, Freddy Quinn. Besseres Wissen war ich oft zu verbissen in falsche Ideen verrannt. Ich ließ mich verführen, war leicht zu diktieren, weil ich
viel zu unerfahren war. Ich war von Gefühlen verwirrt, doch ich ging meinen Weg unbeirrt. Nicht eine Stunde tut mir leid auf meinem Weg hierher. Kein Blick in die Vergangenheit, bei dem ich traurig wär. Nicht eine Stunde tut mir leid, und ich weiß, ich tät alles nochmal. Hätt ich die Wahl. Ich machte mir Feinde, fand wenige Freunde, weil ich kompromisslos ehrlich war. Oft trieb mein Boot Kiel oben, ich ließ die Stürme toben und stellte mich jeder Gefahr. Als Gaukler und Menschenkind war ich immer gleichgesinnt den Clowns und den Kindern dieser Welt. Umsonst hab ich vieles versucht, doch nie das Erlebte verflucht. Thank you.